Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, wie versprochen, werden wir jetzt mal die Quest mit dem Schmied weitermachen. Die ist hier unten. Der gebrochene Schmied. Und da werden wir uns mal hinbegeben, mal schauen, was uns dort erwartet. Jo, machen wir gleich mal eine Schnellreise hier. Dann brauchen wir nicht so weit gehen. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Wird mich alle sehr, sehr freuen. Ihr wisst ja, Leute, Support ist kein Mord. Und ja, gerade so kleine YouTuber wie ich freuen sich natürlich über jeden Support, den er bekommt. Genau. So, in diese Richtung. Den Weg dorthin können wir auch noch ein bisschen Mats mitnehmen. Haben wir eh dringend nötig, weil wir ganz schön viel ausgegeben haben in der letzten Folge. Meter, ja, das wird hier die Hütte sein, oder? Leute anstacheln, die Pferdeblut trinken. Das war keine Bitte, nicht nach Komatsu. Das war ein Missverständnis. Das war ein feiger Sake-Händler, der seine Haut retten wollte. Und es hat... Taka zählt auf uns. Ich mag ihn ja, aber das ist zu gefährlich. Das klappt nie. Doch, es wird klappen. Ist das der Samurai? Für euch bin ich Fürst Sakai. Vergebt mir, mein Herr. Ich bin Kenji, aufrechter Händler, berühmter Sake-Brauer. Und bester Schwindler der Insel. Genau darum wird er uns helfen, meinen Bruder aus der Asamo-Bucht zu retten. Die Stadt ist eine Festung. Wenn die Mongolen sie haben, brauchen wir eine ganze Armee, um hineinzugelangen. Oder eine kleine Lieferung mit Sake. Das klappt niemals. Mach den Sake bereit. Wir besprechen den Plan unterwegs. Trinken wir doch erst was. Reden in Ruhe. Jetzt, Kenji. Der gebrochene Schmied. Wenn wir näher an der Stadt sind, versteckt euch im Wagen mit dem Sake. Durchsuchen die Mongolen ihn nicht? Nicht mehr. Ich verkaufe ihnen immer diese Sake-Lieferung. Und warte, während Sie Kenji seinen Sake-Karren belädt. Das, Muglu, gib das jetzt! Ihr macht also Geschäfte mit dem Feind. Ich fülle die Mongolen ab und behalte dafür meinen Kopf. Bereit? Möchtet ihr das wirklich durchziehen? Klar. Alles für Taka. Wie schlimm sieht es in der Asamo-Bucht aus? Ein paar Leute wehrten sich. Die Überlebenden sind Gefangene. Oder Sklaven. Aber Taka hast du nicht gesehen? Nein. Aber jemand arbeitet seit ein paar Tagen in der Schmiede. Vielleicht ja dein Bruder. Okay. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Ewig. Ich war jung und unbedarft. Ich fing gerade an, Sake zu brauen. Hab Yuna den ersten verkauft. Hat geschmeckt wie Pisse, aber war billig. Eine Weile wollte ich, dass Taka mir beim Verkauf hilft, aber er ist zu gutmütig. Kaum drückt wer auf die Tränendrüse, rückt er Sake raus. Kostenlos. Okay, ich bin ja gespannt, ob wir jetzt da vorbeikommen an den Mongolen da vorne. Wo sind diese Mongolen überhaupt? Sieht so aus, gell? Mongolen. Mist, okay. Ihr beide steigt besser in den Wagen. Sind nicht viele. Ich schaff das schon. Nein, Jin. Taka ist so nah. Bitte. Also gut. Okay. Im Wagen verstecken. Wer versteckt, bis du die Asamo-Bucht erreichst? Leute, das tun sie nicht. Beim Stadttor. Ich habe sie noch nie so weit draußen gesehen. Meine Hände. Bitte. Die Chitemoi. Das. Das für die Asamo-Bucht. Das. Beeilung. Nur noch ein Stückchen. Was war das für ein Geschrei? Ist nicht wichtig. Bleib unten. Macht Taka das auch durch? Dein Bruder ist gelernter Schmied. Ihn werden sie nicht verraten. Das weißt du nicht. Ah, das war hier, glaube ich, wo wir nicht reingekommen sind. Genau, das ist die Festung. Wir sind bald da. Leise.
gut serviert. Auf die Weg, die Hütte. Asamu Bucht. Das hat wirklich geklappt. Oh nein, da hat jemand die Mongolen verärgert. Die halbe Stadt ist niedergebrannt. Hier trennen sich unsere Wege. Lass die Mongolen trinken und lenkt sie ab. Das werde ich tun. Seid vorsichtig, Kenji. Ihr auch, Fürst Sakai. Taka wartet auf uns. Gehen wir. Okay, dann müssen wir uns durchschleichen. Ist die Kreuzung hinter der Stadt, wenn wir fertig sind. Wir brauchen einen guten Aussichtspunkt. Löse keinen Alarm aus. Denk dran. Folge keinen Juna. Keinen Alarm. Wir machen das leise. Sonst büßen es die Gefangenen. Ist gut. Eindringlinge. Oh, ihr seht durstig aus. Komm, holt euch köstlichen Dank. Hierauf. Da, am Tor. Wer hat das Sagen? Ein Sklavenhändler. Bastard. Er begutachtet die Gefangenen wie Pferde. Vielleicht führt er uns zu Taka. Folge ihm. Ich gehe einfach Juden hinterher. Ja, weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Den könnte ich killen, aber da ziehe ich ja die ganzen Gegner auf mich. Folge dem mongolischen Sklavenhändler. Nee, wie soll ich denn folgen? Bitte. Taka geht es bestimmt gut. Er würde nicht fliehen. Verfolge ihn. Nee, ist aber... Kann ich so nicht machen. Ich hab nichts getan. Was ist denn los? Euer Schmied Taka. Er arbeitet schlampig. Ich glaube, er sabotiert euch.
Ich wusste es. Der Geist hier. Okay. Er ist mein einziger Schmied. Ich bin auch Schmied. Und ich bin viel besser als er. Ich habe kein Essen für zwei. Ich werde ihn los. Aber ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Dieses Schwein. Er wird Taka töten. Der Markt ist voller Mongolen. Da ist der Sklavenhändler. Wenn er vor uns bei Taka ist. Bleib bei mir, Yuna. Ich finde einen Weg. Super, wir werden jetzt durchkommen. Na scheiße. Das war's. Okay, ich müsste irgendwie, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay, wir sind jetzt hier auf dem Dach. Wo ist er? Ich weiß ja nicht, wo er ist. Er ist da vorne. Ich komme hier aber nicht lang. Ehrlich gesagt sehe ich jetzt hier gar keinen Weg. Kann ich hier irgendwie hoch? Alter Schwede. Pizza Samurai! Ey! Okay, aber der Weg, glaube ich, ist schon mal ein bisschen besser. Also er steht auf jeden Fall da hinten. Also er geht jetzt da hinten hin. Ja.
Wir probieren mal nochmal den Weg. Okay. Den hier kriegen wir auch. So. Er hat mich gesehen. Da ist auch noch einer. Die wird schwierig. Das weiß ich nicht, steht der mit dem Rücken zu mir? Ja. Ah, da sind auch welche. Ihr habt mich gesehen vorher, der Penner. Okay, jetzt können wir ihn erledigen. Nein! Okay, kommen wir nicht hoch. Der Bastard. Er darf nicht entkommen. Okay, so sieht er schon gar nicht mal so schlecht aus. Würde es wahrscheinlich ein Bosskampf sein. Oder doch nicht. Taka, Takichu. Yuna. Taka. Was haben Sie getan? Du bist sicher. Wir müssen weg. Unmöglich. Sie schnappen uns, wie die anderen. Das ist Fürst Sakai. Er beschützt uns. Ihr müsst mir vertrauen, Taka. Ihr müsst uns helfen. Jawohl, mein Herr. Ich bin gespannt, ob wir jetzt wieder rausschleichen müssen. Löse keinen Alarm aus. Dann brechen wir dort aus. Ja, bloß schauen, was hier noch an Gegnern rumrennt. Sie haben den Sklavenhändler. Die töten uns. Verstecken. Nein, weiter. Wir können auf die Kisten klettern. Wohin gehen wir? Kenji erwartet uns an einer Kreuzung. Kenji ist bei euch? Wenn er es rausgeschafft hat. Kriegt ihr mit Kenji an der Kreuzung? Okay. Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Hinterhalt oder sowas. Könnt ihr mir gut vorstellen. Die Kreuzung müsste eigentlich hier vorne sein. Okay, sind auf jeden Fall Gegner.
Schickt euren besten Krieger! Doch hört! Versucht der Awati! Okay, warst du schon, oder was? Okay. Zeigt mir das hier auf der Karte irgendwie an? Okay, zeigt es mir sogar an. Also müssen wir uns hier ein bisschen links halten. Müsste er gleich sein. Schau noch mal. Er müsste jetzt eigentlich gleich hier vorne sein. Ja, da vorne ist er schon. Sehr schön. Geht ins hohe Gras und bleibt unten. Das ist Kenji. Taka, du hast es geschafft. Wurdet ihr verfolgt? Nein, aber wir können nicht zurück zu mir. Da sind die Mongolen. Wir sollten gehen. Wir müssen möglichst weit weg von der Asamo-Bucht. Ey, lässt du mir mein Pferd? Heute noch keinen Mongolen gesehen. Wir haben es geschafft. Irgendwas stimmt hier nicht. Dort ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf ganz Isuhara. Geht's allen gut? Ich könnte einen Schluck vertragen und schlafen. Und schon wieder zaufen denken. Davon kann ich helfen. Taka, ihr seid so still. Zum ersten Mal. Hier drüben. Und dahin. Schnell, Kage. Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht dem Tode nah. Mein Herr, ich bin dankbar. Aber woher kennt ihr Kenji und meine Schwester? Ich verdanke Yuna mein Leben. Da haben wir etwas gemeinsam. Gar kein Problem. Schützenanstieg. Ich bin nicht sonderlich sattelfest. Komatsu ist hinter dem Grab da. Sie haben eine Schmiede. Eine der besten der Insel. Da könnte man Werkzeug herstellen. Etwas, was Jin über die Mauern von Burg Kaneda hilft. Was meinst du, Taka? Mein Herr, ich würde mich mit allem bedanken, da ihr mich befreit habt. Danke. Taka, Kenji, ruht euch aus. Wir bleiben nicht lange. Wie geht es dir? Ich habe meinen Bruder zurück. Er ist mitgenommen. Kannst du ihn heil nach Komatsu bringen? Mit Essen und Ruhe wird er wieder. Dein Bruder war nicht der einzige Gefangene in der Asamo-Bucht. Du willst sie alle retten. Und ihre Fänger bestrafen. Gut. Reite zu Komatsus Schmiede. Ich komme, sobald ich kann. Jin? Danke. Der gebrochene Schmied. Abgeschlossen.
deine Legende wächst. Der Schattensamurai. Maximale Gesundheit erhöht. Neue Geistwaffe. Okay. Tee auf einem Päckchen Schwarzpulver. Es bleibt kleben, wo ich es hinwerfe. Okay, da muss ich mich ein bisschen beschäftigen damit. Ich würde gerne mal noch ein zusätzliches Kunai oder so. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. Herausforderungen. Das glaube ich ist auch nicht schlecht. Hier nochmal was rein. Sichere Landung. Rolle dich kurz vor Landung ab. Okay, können wir auch mal machen. Luna rollt sich nach tiefen Stürzen ab. Ein Trick von Dieben. Das ist auch nicht schlecht. Kettenattentat. Da warte ich jetzt lieber noch. Da warte ich noch ein bisschen. Die jetzt mal gedrückt im Wechsel, das weiß ich schon. Okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch mit der Folge. Dann schauen wir natürlich in der nächsten Folge weiter. Eventuell werde ich dann nochmal ins Lager zurückgehen. Und da halt, ja, das Lager halt befreien. Den Rest machen. Da waren ja noch einige Gefangene. Genau. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß generell mit dem Let's Play. Gut, haut rein. Ciao, ciao. Euer Andi.